Anfang von etwas Größerem. Euer Volk bewundert euch, respektiert euch und glaubt an eine Zukunft unter eurer Herrschaft. Stefano nickt ihr respektvoll zu. Das kann beileibe nicht jeder von sich sagen. Ich werde König Iruvetti hiervon berichten. Vielleicht ist es diese Baronie tatsächlich wert, ein Vasallenstaat von Pittax zu werden. Ein Vasallenstaat. Ja, Sir Stefano hält einen Moment inne und wirkt überrascht. Was hattet ihr denn von mir erwartet? Haltet ihr uns für gleichgestellt? Er schnurrt verächtlich. Wäre eure Baronie auch nur ansatzweise eine Konkurrenz für Pittax, würde seine Majestät Iruvetti... Stefano wirkt nervös. Nun ja, er würde sich mit dieser Bedrohung befassen müssen. Durch einen Vasallenvertrag. Oder mit Stahl. Ihr seid ein Narr, so etwas laut auszusprechen. Wie ich sehe, ist Dankbarkeit in Pittax aus der Mode gekommen. Valeries Lippen werden schmal und Stefano errötet. Nicht vor Zorn, sondern aus Scham. Stefano wirkt erschüttert, fasst sich dann aber wieder. Ganz im Gegenteil, werte Dame. Dankbarkeit ist der Grund, warum ich euch gegenüber so aufrichtig bin. Valerie spricht sehr leise. So leise, dass nur du sie hören kannst. Bitte bleibt ruhig. Stefano mag dumm sein, aber wenn ihr euch hier und jetzt mit ihm befasst, kommt ihr dem Hirschkönig und seinen Banditen einen großen Schritt näher. Was? Der Hirschkönig ist tot. Ja, wisst ihr was, Stefano? Finden wir heraus, wie tief ich euren gepuderten Kopf in euren parfümierten Arsch schieben kann. So will Talan das nicht ausdrücken, es ist zu vulgär. Lang lebe der Hirschkönig. Dann wärst du aber nicht besser als der Hirschkönig. Wann wäre ich nicht besser als der Hirschkönig? Also ich würde ihn jetzt umbringen. Mit Pittax müssen wir uns dann später beschäftigen. Ja. Was? Wir haben diesem Mann das Leben gerettet. Nur um eine Minute später ihn zu ermorden? Eine solche Tat ist unser unwürdig. Dieser Mann steht ab sofort unter meinem Schutz. Seid unbesorgt, werte Dame. Hier geht es nur um Politik. Obwohl ich sagen muss, dass mit mir euer Beistand durchaus schmeichelt. Sollte heute der Tag sein, an dem mich mein Schicksal ereilt, würde es mich freuen, wenn es durch eure Hand geschieht. Valerie rollt mit den Augen. Ah, ein weiterer Verehrer. Ich habe meine Meinung geändert. Er steht doch nicht mehr unter meinem Schutz. Verfahrt mit ihm, wie es euch beliebt. Ah. Gute Chars sind echt widerlich. Du brauchst mehr chaotisch Neutrale. Na, sie ist halt rechtschaffend neutral. Und ein rechtschaffender Charakter mag es nicht, wenn man das eigene Wort bricht. Wobei wir kein Wort gegeben haben. Wir haben ihn gerettet, weil wir dafür Erfahrungspunkte und Loot bekommen. Aber wir haben nichts derartiges eigentlich gesagt. Und ja, er ist schmierig. Und er hat uns indirekt gedroht, dass wir entweder annektiert werden oder übernommen werden. Wenn wir ihn jetzt umbringen, kann es einfach aussehen wie ein Angriff von den Trollen oder was auch immer. Den wird eh keiner finden. Und so ist Pittax vielleicht ein bisschen geschwächt. So wird das Spiel es nicht sehen. Aber das ist dann halt so. Ich will hier einen bösen Walkthrough machen, also machen wir es böse. Politik ist Politik. Verteidigt euch, Stefano. Ja, ich hatte gehofft, wir könnten uns wie zivilisierte Leute trennen. Nö. So, dann gucken wir nochmal, wie das Ganze anfängt. Er wird gut abgehen. Weil er kann halt Front backstabben oder wie auch immer. So, Amiri. Ja, den zu treffen ist schwierig. Zip. Daran, sehr gut. Dann können wir jetzt mit dir... Also du gehst mal
mal einen Schritt zur Seite. Also der Anführer wird nicht umkippen. Weil der hat so viele Reflexwerte. Aber die anderen. Und dann kann sie jetzt... Kann sie jetzt zweimal daneben hauen bei jemandem, der auf dem Boden liegt. Ernsthaft? Ran, aber nicht rauf. Und Segen auf alle unseren. Drei Attacken, das ist halt echt heftig. Oh, okay. Das wäre fast in die Hose gegangen. Du den Fächer. Das ist gut. Ich glaube, ich sollte nicht ihn hauen, so in den Leib. Kannst du bitte irgendwann irgendwie mal treffen? Das wäre echt super. Ich glaube, sie stirbt gleich. Also stirbt gleich. Ja, geh mal weg. Und dann... Verderben, dass sie nicht so gut treffen. Oh, minus 1 macht so wie gar nichts. Versuche ihn festzuhalten. Vielleicht ist er ja reflexmäßig gut drauf, aber nicht was Willen angeht. Ja, hat funktioniert. So, dann nächster Versuch. Wir... Wer bist du? Tristan. Verbrenne jetzt Tristan. Und Amiri. Das klappt nicht gut. Wir müssen uns gleich umpositionieren. Du machst dann den weg. Hast auf unsere Leute. Trink den. Wir hätten uns vor dem Kampf vielleicht in Position geben sollen, begeben sollen. Kann das irgendjemand erklären, warum sie jetzt fünfmal daneben gehauen hat, obwohl der Typ auf dem Boden lag? Tristan, da lang. Die zwei Helferlein sind gut angeschlagen, aber er noch gar nicht. Boah, ist der tanky. So, du... Heil sich selbst. Und kramst man noch einen Trank daraus. Ich weiß nicht, warum das da jetzt gerade wieder auf Null ist, aber es soll wohl ein bekannter Bug sein. Okay, und dann kannst du auch die nächste Runde schon wieder ran. Oh, Sarenrae, I see your light. Das war Tristan. Aber... Geh mal weg. Nicht genug. Onwards. Ah, super, ist umgekippt. Okay. Du Flammenstrahl noch ein kleines bisschen anders. Ein bisschen vor. Nein, wir wollen nicht looten. Was, wo bist du jetzt hingelaufen? Das hat die Aktion abgebrochen. Okay. Auf keinen Fall im Kampf versuchen zu looten. Dann ist die Aktion von dem Charakter weg.
Na, wenigstens trifft sie. So, du auch. Ruf da. Unworthy. Weg mit ihm. Oh, warte. Das aus. Stay behind me. Ehrenhafter Kampf, ha, huh, Valerie? Gucken, was das für Auswirkungen hat später. Wahrscheinlich keine guten. Ja, alles einsammeln. Das ist unser Pet, ha? Huh? Hi, Pet. Ui. Ich glaube, wir haben dann jetzt schon genug Teile für das Artefakt. Oder kommen wir auf jeden Fall sehr nah dran. Flupp. Schlafen. Besser als nix. I know you've endured much at the hands of my brothers in faith. But this doesn't mean you should be wary of me, Kaesi. Why do you think it's because of your faith that I don't trust you? You have the eyes of a snake, priest. Das hat noch keiner von Tristan gesagt. So, weiter. Dahin weiter. Es wäre echt schick, wenn wir später Brücken bauen könnten. Es gibt recht viele Ecken, die... Okay, da nicht, aber da ganz hinten halt. Wo sehr viel Zeit ersparen würde. Nein. Lagern. Don't you understand? You can never heal all the sick or console all the afflicted. Learn to enjoy life, not crawl through it like you have a boulder on your shoulders. My vows are no boulder, but a precious load I carry throughout my entire life. Living is easy for you, but only because your existence is empty and pointless. Okay, ich verstehe das mit der Schlange. Er kann ganz schön busy sein. Und ja, er hat die Gruppe auch schon mal verraten. Das ist richtig. Stopp, das ist wohl nicht die richtige Richtung. Ist nur dran, bis der müde, ne? Ja, dann auch. Okay, dann gehen wir dann nicht rein. Rasten jetzt noch. Was kommt mir recht häufig vor, gerade in letzter Zeit. Mit dem Rasten müssen. So, Trollwildnis. Dies sind die Ruinen einer alten Zwergenfestung, die an einer ebenso alten Handelsstraße erbaut wurde. Weil die Zwerge schon immer für ihre stabilen Bauten bekannt waren, hat auch diese Festung, obwohl sie aufgegeben wurde, der Zeit getrotzt und ist noch weitgehend unversehrt. Die verlassenen Hallen werden inzwischen von Trollen und Kobolden bewohnt, die dort uralte Relikte zerstören und ihr neues Zuhause nach ihrem Geschmack umgestalten. Da wollen wir jetzt rein, alles töten und die Bedrohung für unser noch nicht ganz Königreich beenden. Welche Tastenkürzel nutzt du im Spiel außer Space?
Space benutze ich fast gar nicht. Also auch für Runde weiter. F5 zum Abspeichern. Nichts Bewusstes, also alles, wie man bei allen anderen Spielen auch macht. Also I für Inventar, C für Charakter, solche Sachen halt. Musst du da nicht Harim dabei haben wegen Char-Quest? Ich kann aber später noch mit ihm kommen. Uhrzeit, vielleicht sollte ich. Da steht nur, dass ich die Ruinen sehen möchte. Das heißt nicht, dass er dabei sein möchte, während wir die leer machen. Macht sehr Sinn, ihn dabei zu haben. Ja, das ist leider unmöglich gerade. Weil wenn ich jetzt wieder den ganzen Weg nach Hause zurückgehe, dann tickt die Bedrohung durch. Das ganze König, also das ganze, die ganze Brony kriegt einen Malus. Jubilos zum Vorposten bringen. Mehr über Trolle erfahren, das Versteck finden. Gut. Seid gegrüßt, Borba. Der vor dir stehende Troll sieht anders aus als seine Artgenossen. Sein Pelz ist sauberer und sein Gestank, verglichen mit den anderen, beinahe erträglich. Als er dich bemerkt, dreht er sich um und kommt langsam auf dich zu. Sei gegrüßt, Borba. Die Stimme des Trolls ist rau und knirschend. Willkommen in Trobold. Das ist die Zwergenfestung. Eine verlassene Zwergenfestung, in der sich zwei Völker, Trolle und Kobolde, niedergelassen haben und nun versuchen, ihr eigenes Königreich zu erschaffen. Ein derart unwahrscheinliches Bündnis kann nur dem Gehirn eines wahren Genies entstammen, zumindest nach Koboldstandards. Als er grinst, entblößt er eine Reihe langer, verfaulter und abgebrochener Zähne. Allerdings scheint er dir damit nicht drohen zu wollen. Talana will schon mehr wissen, bevor sie dich angreift. Weil Wissen ist Macht. Was willst du von mir? Der Troll stößt ein seltsames Knurren aus. Ihr wollt gerade eure Waffen ziehen, als du bemerkst, dass er sich nur räuspert. Ich treffe Borba und sage ihnen, König Hagulka und König Tatuk. Oh Gott, Tatulio. Oder wie hieß er? Wollen, dass Borba sich halten fern von Trubold. Ist schmutzig, nicht hübsch und gefährlich. Wir Borba später einladen, also Menschen. Wenn König erlauben. Erzähl mir über Trubold. Erste Stadt für Trolle und Kobolde. Wir sind Königreich. Trolle und Kobolde und Borba werden seine Freunde. Trolle nicht mehr fressen Borba und Borba nicht mehr töten Trolle und Kobolde. Frieden. Wird nicht klappen. Dann fressen Trolle also keine Menschen mehr? Ich nicht mehr fressen Borba, verkündet Jason stolz. König Hagulka und König Tatuk so befohlen. Andere Trolle immer noch fressen Borba. Sie wild und dumm. Bald werden aufhören. Warum? Weil wir den Regen sie angriffen? Was frisst ihr dann jetzt? Pferd, Kuh, Hund. Kratzt sich am Bauch. Manchmal auch tote Borba. Lange tot, schon vor Hagukas Befehl. Gibt keinen Grund, Essen zu vergeuden. Okay. Wer bist du? Jason. Mit einem dumpfen Pochen schlägt sich der Troll gegen die Brust. Vorher ich hatte anderen Namen. Jetzt Jason. Wie Borba. Als er sich stolz in die Brust wirft, sabbert er sich prompt mit Speichel voll. Ich reden wie Borba, mich waschen wie Borba und nicht fressen Borba. Bin selbst wie Borba. Sterb! Du sprichst die Gemeinsprache erstaunlich gut. Ja, Tatuk so sprechen. Mich gelehrt Sprache von Borba, sagen ich klug. Was meinst du mit Borba die ganze Zeit? Also wir wissen, dass es wahrscheinlich Mensch heißen soll, aber... Ihr seid Borba... Mensch, Elf, Zwerg, alles Borba. Ich überlege gerade, wo das Wort herkommen könnte.
Wir sind weder gut. Ja, neutral sind wir, aber wir sind nicht gut. Das ist jetzt unpraktisch. Weil Talan in dieser Situation würde wirklich rausfinden wollen, was die Absicht von Tartuk ist. Und dem anderen König. Weil wenn die uns dienen am Ende, dann wäre es ja völlig okay. Genauso wie auch die Winzlinge und Kobolde bei der alten Eiche am Leben gelassen wurden. Solange sie die Menschen halt nicht angreifen und uns nicht schaden. Aber es wurden zu häufig Trolle losgeschickt, um jetzt die Patrouille anzugreifen, um die Stadt selber anzugreifen. Ne, musst sterben. So, Randa. Nein, das sind wilde Trolle. Die haben aber alle dieses Brandmarken-Ding da auf dem Rücken gehabt. Wow, fast tot. Jason ist mächtig. Aber nicht so mächtig, dass eine Schmiere ihn nicht umwerfen würde. So, eher feuerbasierend, und das sind feuerresistente Viecher. Ach ja. Du solltest unbedingt sie heilen. Sie braucht unbedingt noch ein Level up, damit sie eine zweite Attacke bekommt. Was mache ich mit dir? Blitzgeschoss. Das ist kein Blitzgeschoss. Das war ein Feuergeschoss. Sieben. Oh. Warum stehst du auf? Das war nicht der Plan. Schnell den fokussen. Oh, zu nah dran. Okay, springen wir zurück. So, vorbei, du auf. Ja, also hätte man anders lösen können, definitiv, aber es wird nicht gut gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht gut gehen wird, wenn wir hier reingegangen werden. Spätestens wenn Tartuk uns gesehen hätte und rauskommt, dass es dieser durchgeknallte, wiederbelebte Gnom ist, der sich für einen Kobold hält und völlig gaga ist, dann würde es zu einem Kampf kommen. Und jetzt können wir wenigstens alle Kreaturen, die auf dem Weg rumlaufen, dezimieren, um das dann einfacher zu gestalten. Fellrüstung plus 3. Ist trotzdem mies. Hm? 7. Rüstungsklasse. Oder weniger Malus. Hallo? Plattenpanzer, Kettenhemd plus 2, du darfst, oh, darfst ein Kettenhemd tragen, okay, kannst du das anziehen,
Blitzduelland. Harim nicht dabei, der wollte mitschauen bei den Zwergenruinen. Ja, er ist leider gestorben, mal wieder. Und ich habe nicht genug Gold, um ihn wieder mitzunehmen. Also eventuell, ganz eventuell, wenn wir den ganzen Ramsch verkaufen, dann können wir nochmal... Oh nein, wir sollten das jetzt durchziehen, weil, wenn ich jetzt zurückgehen würde, wie ich vorhin schon meinte, dann tickt die Bedrohung noch einmal. Wir kriegen Abzüge für die ganze Baronie. Das würde ich echt gerne vermeiden. Er kann später immer noch Sightseeing hier machen. Ich hoffe mal, seine Quest wird dadurch nicht irgendwie abgebrochen. Aber stand in dem Questjournal echt nur drin, dass er es besuchen möchte. Also vielleicht hätte er hilfreiche Tipps oder sieht irgendwas, was die anderen nicht sehen. Aber ich glaube, mit der Truppe schaffen wir das schon so. Mehr Futter für den Feuerball. Die Elementaristen benutzen keine Waffen, müssen beide Hände frei sein, Girogon. Oh, okay, danke. Das heißt, du... Drittes Waffenset. Donnerruf. Okay. Ich rufe auch mal was. Nee. Das tat gerade weh. Aber irgendein Kobold noch im Hinterhalt. Despicable. Auch nicht so schlecht. Dein Feuerfächer ist ziemlich groß. Probier mal hier. Okay, die drei wenigstens. Spuck zurück. Alchemist lebt. Charge mal da hinten hin. Dann ist der schon mal gebunden, macht nicht irgendeinen Crit-Hit hinten. Oh. Gott, ran. Gurgelgurg. Zu Ende machen. So, alle auf den. Ja. Hundert nehme ich mit, die Sechser eher nicht. Wie viele Feuerbälle haben wir noch? Zwei. Kommt mal da zusammen. Eine Heilung. Noch eine Heilung. Und eine Gruppe können wir noch aufmischen, denke ich. Dann sollten wir aber auch wieder rasten. Was haben wir denn hier? Das robuste Mauerwerk der Zwerge ist mit Moos bewachsen und an einigen Stellen brüchig.
Da hätte jetzt Harren bestimmt gesagt, dass eh alles zugrunde geht und oder ähnlich depressive Sachen.